Hallo Freunde, willkommen zurück zu Fallout 4. Wir sind an der Red Rocket Station und hatten dort Infos gefunden zu einer Höhle, in der irgendwas vor einem Prüfer versteckt wird. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wo ist der Eingang zu dieser Höhle? Kann ja kaum so weit weg sein. Kochstation, alles klar. Hier können wir also Dinge kochen. Wäre nicht schlecht. Was haben wir hier? Rüstungswerkbank. Wir gucken einfach mal rein. Okay, wir könnten den Vault-Anzug verbessern. Brauchen dafür allerdings Material. Leder. Reicht auch das Maulwurfsrattenleder? Gewichteigenschaften werden natürlich abnehmen. Aber wir kriegen deutlich bessere Resistenzen hin. Allerdings fehlen uns da noch Ränge. Isoliert können wir machen, ansonsten hier benötigen wir Rüstmeister Rang 2, Rüstmeister Rang 3, Rüstmeister 4 und Wissenschaft 2 und so weiter und so fort. Das kriege ich im Moment noch nicht hin, aber hier haben wir später die Möglichkeit, unsere Ausrüstung aufzubasteln. So. Höhle. Sollte irgendwo unterhalb sein. Was haben wir hier? Benzinkanister. Den könnten wir eventuell gebrauchen. Okay. Ich glaube, wir haben den Eingang zur Höhle gefunden. Die schauen wir uns doch mal an. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet, aber das ist in Ordnung. So, nur mal sicher gehen. Jawohl, ich habe die Pistole ausgewählt. Was nun? Ah, ich bin jetzt nicht wieder rausgelaufen, oder? Entweder ist das die größte Höhle, die genauso aussieht wie die Außenwelt. Ich bin einfach zu dusselig dafür. Das Ding heißt schon Maulwurfrattenbau. Will ich da wirklich rein? Okay, das ist also der Ausgang. Na, dann schauen wir mal. Wie groß ist wohl eine Maulwurfrattenkönigin, wenn es sowas gibt? Splatsch, Splatsch. Soweit, so gut. Wir haben noch jede Menge Munition. Da muss man sich erstmal keine großen Sorgen machen. Oh, ich fühle mich richtig wohl. Mit Pilzen, die aussehen wie Hirn und solchen Abfällen. Wobei die nach... Was zum Teufel? Igitt. Hund, komm da weg. Das ist nicht lustig. Okay, da brauchen wir irgendeinen Strahlenschutz, um da wirklich rein zu können. Hier schwimmt die Luft, ich glaube. Da haben wir ein bisschen was mit möglicherweise giftigen Dämpfen zu tun. Knochen des linken Beins. Und menschliche Skelette, pfui. Wenn du anfängst, hier Knochen zu vergraben, werd ich wahnsinnig. Erschreck mich nicht so. Vieh. Hund, du bist mir ein bisschen im Weg, muss ich sagen. Eine Sicherung. Ich weiß nicht wofür. Nehmen wir mal mit. Weil ich es noch nicht kenne, noch keine habe. Klebeband und Terpentin. Super Sachen. Kann man eigentlich immer gebrauchen. Ich habe keine Haarklammern. Was willst du mit einer Haarklammer bei einem Safe verflixt? Oh. Wo
wirklich Haarklammern her? Das ist. Da wird mir ja wahnsinnig. Naja, eine liebevolle Müllkippe. So, die Frage ist, geht's da drüben noch weiter? Ist das interessant oder nicht? Oder doch? Hund? Psst. Bleib du mal kurz hier. Aber ich weiß echt nicht, ob ich das machen soll. Igitt. Gut, dann wird es, denke ich, Zeit, dass wir mal nach Redaway gucken. Na also, somit sind wir wenigstens unsere Strahlenschäden losgeworden. Los geht's. Und ja, war eine Sackgasse. Bisschen blöd, aber der Lerneffekt ist da. Wir haben mal gesehen, was Strahlung verursacht. Maximale Trefferpunkte sinken drastisch mit der Zeit. Nicht so lustig. Also, was die Strahlung angeht, da wäre ein bisschen Schutzausrüstung nicht schlecht. Oder natürliche Resistenzen. Oder mehr Medizin. So, ich glaube, das ist die Ortschaft, die wir suchen. Dann machen wir uns doch gleich mal auf die Socken. Ich finde das toll, dass der Hund hier richtig mitschleicht. Der geht so ein bisschen in die Knie, legt die Ohren an und versucht, sich so klein wie möglich zu machen, um nicht aufzufallen. Das ist richtig schön gemacht. Oh je, wenn man hier in alle Häuser rein kann, dann haben wir viel zu tun. So, Skills-Menü. Wir haben ein Level-Up erreicht. Und dementsprechend können wir uns eine Fähigkeit aussuchen. Ich hatte gesagt, wir schauen als erstes mal Richtung Charisma. Die Lady Killer Fähigkeit. Deshalb haben wir 2 Punkte Charisma mitgenommen. Charmant, gefährlich, mehr Schaden und wenigstens das weibliche Geschlecht können wir in Dialogen leichter überreden. Ansonsten haben wir uns für die Wahrnehmung entschieden, weil es hier Fähigkeiten gibt wie Scharfschütze. Ihr wolltet einen Scharfschützen sehen. Dann gab es irgendwo Gewehrschütze. Nicht automatische Gewehre, das sind im Prinzip Scharfschützengewehre, machen noch mehr Schaden und Schnickschnack. Ursprünglich hatten wir bis Waffenfreak, aber mit Intelligenz 4, das hatten wir aufgerüstet, kommen wir bis Hacker. Das ist nicht schlecht. Hier in der Beweglichkeit kommen wir schleichend voran. Da können wir schlafende Personen ein bisschen leichter bearbeiten. Das geht hier bis runter Ninja. Mit Fernkampf- und Nahkampf-Schleichangriffen machen wir ein Vielfaches vom normalen Schaden. Und hier drüben mega kritische Treffer. Also alles recht nützlich und man will eigentlich alles sofort haben. Geht nur leider gerade nicht. Jetzt bin ich mal am Überlegen. Gucken wir uns erstmal solche Langfinger-Geschichten an. Oder Schlossknacker. Damit kommen wir an bessere Schlösser ran. Ist halt die Frage. Aber wir brauchen sowieso erstmal Haarklammern. Oder wir bleiben beim Plan, erstmal auf das Charisma-Ding zu gehen. Alleine kommt Mani nicht so weit. Und danach ein bisschen auf Richtung Waffentechnik. Erstmal Scharfschützenlinie und dann vielleicht Revolverheld oder ähnliches. Um ja, mit den mit den Pistolen besser umgehen zu können. Na gut. Ich würde sagen, das nehmen wir mal als erstes. Yep. Super. Wie gesagt, Charisma machen wir als erstes, aber am Anfang werden wir die Level wahrscheinlich relativ schnell aufsteigen. Und dann kümmern wir uns als nächstes ein bisschen um Scharfschützengewehre und Sniperfähigkeiten. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, dafür brauchen wir dann auch erstmal ein Scharfschützengewehr. Woher nehmen und nicht stehlen? Okay, wir können es stehlen. Sehe ich ein. Pleitegeier? Ja, die Frage ist jetzt,
sind die Leute hier eher freundlich oder eher nicht? Also entweder zünden die gerade ein Feuerwerk oder die schießen aufeinander. Den Schüssen nach würde ich sagen, eher unfreundlich. So, Wahrnehmung sagt, er ist da draußen. Naja. Hund, du stehst im Weg. Könnten wir gucken. So viel dazu. Ich sehe schon, Genauigkeit mit der Pistole lässt stark nach, nach ein paar Metern. Ist aber auch einigermaßen realistisch. Sehr kurzer Lauf. So, da. Machen wir mal so. Und so. Und Feuer. Ja, das war das Watz-System. Damit kann man die Zeit kurz ein bisschen verlangsamen, Ziele markieren und der Charakter führt es dann aus. Das ist gerade in hektischen Nahkampfsituationen gar nicht so unpraktisch. So, Lederrüstung, linkes Bein nehmen wir mal mit, aber das Gurtzeug sieht jetzt nicht nach wirklich brauchbarer Rüstung aus und Sackkapuze mit Riemen. Naja, so wie ich sein Hirn hier verteilt habe, will ich mir die Sackkapuze nicht mehr anziehen. Mal ganz ehrlich. So, irgendjemand wird die Schüsse gehört haben, nehme ich an. Da hinten sehe ich... flackernde Lichter. Molotow ist cool. Schweißerbrille können wir mal mitnehmen. Rest würde ich sagen... oh, Moment. Rechtes Bein. Wir haben schon eine Rüstung fürs linke Bein. Jetzt haben wir noch eine fürs rechte Bein. Das passt. Werden wir uns auch noch gleich anziehen oder ausrüsten. Ein paar Kleinigkeiten würde ich aber noch ganz gerne... wo ist der kleine Wichser hin? Das ich kann er nicht meinen. Das wäre dann ein großer. Okay, wir sind nicht alleine. Nicht so alleine, wie es gerne wäre. Sorry dafür. Das war Episode 1, die ich im Hintergrund gerade noch bearbeite. Man hört ihn rumjodeln. Wie machen wir das am geschicktesten? Hund hat etwas gefunden. Was ist etwas? Hund. Leere Farbdose, ja super. Oh, die nehmen wir mit. Die ist noch verschlossen. Na, so viel erstmal dazu. Da ist der Hund wahnsinnig nützlich. Er entdeckt für uns Gegenstände. Die Frage ist, ob ich die Gegenstände gebrauchen kann. So, was haben wir hier? Patronen, Patronen. Impro-Repetiergewehr. Oh, herrlich. Na, um das werden wir uns gleich kümmern. Was haben wir hier unten? Superkleber nehmen wir mit. Und da. Haarklammern. Ja, super. Okay, eins nach dem anderen. Als erstes gucken wir uns mal bei der Kleidung an. Panzerung, Lederrüstung, Raiderrüstung. Meinetwegen auch das. Jetzt haben wir den Smoking halt nicht mehr an, weil wir die Raider-Rüstung tragen. Und ein Repetiergewehr. Da bin ich mal gespannt. Das packen wir in die Favoriten. Und zwar wird das Waffe 1. So. Ich glaube, das ist erstmal in Ordnung. Ich sehe schon, das lohnt sich richtig. Da müssen wir ein bisschen was ändern.
Ich will ja schließlich nicht so nackt rumlaufen. Ah, zusammen gehen die, aber nicht mit dem Smoking. Gut, dann bleibt es vorerst beim Smoking. Die Brille werde ich mir mal aufheben. Da kann man mit dem einen oder anderen Outfit bestimmt noch was machen, aber jetzt im Moment lassen wir es erstmal so. So, lass mal gucken. Wie zielt sich denn damit? Oh, ich sehe schon. Das wird fantastisch mit diesem improvisierten Gedöns. Lass mal gerade gucken. Dann packe ich die Pistole auf Platz 2. Ist das mir lieber? Da komme ich Primärwaffe 1, Sekundärwaffe 2. Damit komme ich besser klar. Und Nahkampfwaffe könnte man dann die 3 machen. Wenn man es dann möchte mit Nahkampfwaffen. Wird bei uns erstmal nicht sehr viel Anwendung finden. Noch haben wir reichlich Munition. Aber ich sehe schon, für ein Zielfernrohr werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen arbeiten müssen. So weit, so gut. Hier hüpft halt noch einer rum. Keine Ahnung, wo der ist. So gut ist die Sache mit der Wahrnehmung im Moment noch nicht, dass ich dann Leute angezeigt bekomme auf meinem tollen Kompass da unten. Was ist denn das für einer? Hey, hier oben! Auf dem Balkon! Hier drin ist eine Gruppe Siedler. Die Raider sind schon fast durch die Tür. Schnapp dir die Lasermuskete und hilf uns, bitte! Lasermuskete? Da bin ich dabei. Nehmen wir mit. Was hast du? Fusionszellen, super. Milizhut nehme ich mit. Flanellhemd und Jeans. Lederrüstung. Lederrüstung. Nehmen wir mit. Gut, dann werden die kurz noch warten müssen. Das ist jetzt wichtig. Und zwar, was können wir damit kombinieren? So, der ganze Schmanz hier verschwindet. Soweit, so gut. Kann ich das kombinieren? Ja, geht. Das geht auch. Das geht auch. Das passt alles noch so wunderbar zu Flanellhemd und Jeans. Da können wir noch den Dings mitnehmen. Raider-Rüstung rechtes Bein. Das passt alles noch. Da könnten wir unter Umständen sogar noch die Schweißerbrille mitnehmen. Aber man muss es ja erstmal nicht übertreiben. So, wie sieht er jetzt aus? Ja, warum nicht? Das ist erstmal in Ordnung. Dann bleibt natürlich die Lasermuskete. Klingt wahnsinnig lustig. Was kann das Ding denn? Kurz, Lasermuskete. Feuerrate 6, Reichweite 107. Was kann das Ding? Mehr Reichweite, weniger Schießen. Wir gucken es uns einfach mal an. Ich bin gespannt. Da bieten sich uns bestimmt interessante Möglichkeiten. So, dann gehen wir mal hoch auf den Balkon zu den freundlichen Leuten da, die uns ja so herzlich begrüßt und eingeladen haben. Wir sollen ihnen den Hintern retten. Bin gespannt. So, einmal volle Deckung. Wow. Was bist du für einer? Hui. Das fetzt ganz schön, was das Ding da feuert. Okay. Aber jetzt sind wir möglicherweise in den Hintern gekniffen. Enge Räume. Haarklammerbox. 6 Stück. So muss das. Wenn wir Raucher finden, können wir die arm machen. Wer ist da? Da haben wir ein verbessertes Schloss. Abgeschlossen. Dafür brauchen wir dann wohl Schloss knacken. Und geh mir bitte nicht im Weg rum. Nichts mehr.
geschlossene Räume, wie gesagt, Pistole. Keine britischen Besatzer mehr. Ich nichts Brite. Oh, ich sehe schon. Jetzt kommt Geräuschkulisse. Und Figuren. Na super. Wenn sich einer auf so eine Platte stellt, der erstmal nicht bewegt, na, dann müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, wir sind super leise beim Schleichen. Okay, Boston Tea Party. Das Ganze spielt ja in Boston. Dann passt das. Jemand da? Scheiße! Mein Bein! Mein Arm! Igitt! Okay, lassen wir das mit den Nahkampfwaffen. Schießen wir einfach. Für die rechte Rüstung hatten wir da, glaube ich, noch. Rechten Arm hatten wir noch keine Rüstung. Können wir mal gucken, ob wir die auch noch gleich ausrüsten. So, dann sind wir insgesamt eigentlich ganz gut gerüstet für den Anfang. Hoffe ich. So, aber Nahkampfwaffen, das tue ich mir nicht mehr an. Die wehren sich ja tatsächlich. Können die es wagen? So, lass mal erst gucken. Nicht, dass ich hier irgendwas Wichtiges übersehe. Nö, scheint nicht so. Okay. Das könnte man entriegeln. Da gibt's Computerterminal, damit kann man es möglicherweise hacken. Aber ich glaube, da haben wir nachher noch genug Zeit. Springmesser haben wir schon. Das Zeug nehmen wir mal mit. Kann man immer gebrauchen. Das war nix. Okay, die zwei beiden sind noch am Leben. Das Jetten. Hund! Komm schon her, du Wichser! Was treibt dieser... Ach, wie mich das freut, dass er sich dazu entschlossen hat, doch mit einem zu treffen. Hund, wir müssen mal dringend über unsere Beziehung sprechen. Du solltest im Schleichmodus nicht rumbellen. Du solltest mich nicht anknurren. Und nicht einfach reinrennen und Leute angreifen. Boah. Na, da brauchen wir nichts. Oh, da gibt's Munition. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Molotows kann man immer gebrauchen. Impro-Gewehr kurz. Brauchen wir nicht. Wir haben improvisierten Dings da hier. Repetierer. Lassen wir es dabei mal gut sein. Ich komme rein und ich ziehe jedem Einzelnen von euch die Haut ab. Komm schon. Wir gehen nirgendwo hin. Und wir müssen uns um andere Sachen kümmern. Hörst du? Ich habe eine Idee. Auf der langen, traurigen Geschichte der dummen Ideen ist das wahrscheinlich ziemlich weit vorne. Aber ich komm wieder. Und dann seid ihr tot. Nächster. Hihi. Ah!
Ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr versprochen vom Molotow-Cocktail. Oh Mann. Läuft ja richtig super. Na, lassen wir gut sein. Was haben die? Kronkorken. Können wir gebrauchen. Hier. Schrotpatronen nehmen wir mit. Das. Oh, doppelläufige Schrotflinte. Nur für den Fall der Fälle. Ich mag Schrotflinten zwar nicht. Aber im Nahkampf unter Umständen sogar wirkungsvoller als eine Pistole. Das nehmen wir mal mit. Glühbirne. Bleistift, falls wir eine Idee haben. Irgendwas anzeichnen wollen oder so. Wecker, die kann ich in der echten Welt schon nicht leiden. Warum soll ich die hier mitnehmen? Was ist das für einer? Sieht erstmal nicht gefährlich aus. Und da haben wir das Missionsziel. Und hier steht Exit. Ich glaube, da sind wir fertig. Howdy. Ich weiß nicht, wer du bist, aber dein Timing ist perfekt. Preston Garvey von den Minutemen des Commonwealth. Minutemen? Was zum? Minutemen? Reise ich jetzt etwa zurück in der Zeit? Die Menschen innerhalb einer Minute zu beschützen. Das war die Idee. Also habe ich mich ihnen angeschlossen, um was zu bewegen. Aber alles fiel auseinander. Jetzt bin ich anscheinend der letzte noch lebende Minuteman. Okay. Und du passt auf die Leute hier auf, nehme ich an? Wer sind diese Leute? Leute, die nach einem neuen Zuhause suchen. Einem Neuanfang. Ich bin seit Quincy bei ihnen. Lexington sah eine Zeit lang gut aus, aber dann haben uns die Ghule vertrieben. Vor einem Monat waren wir 20. Gestern 8. Heute sind wir 5. Nur ich, die Longs, Marcy und June. Und auf der Couch sitzt die alte Mama Murphy. Hey. Und das ist Sturges. Dann hast du richtig gut auf die Leute aufgepasst. In einem Monat? 15 Mann verloren? Tut mir leid. Klingt hart. Danke. Echt? Es ist schön, jemanden zu treffen, dem es nicht gleichgültig ist. Wir dachten, Concord wäre ein sicherer Ort. Die Raider sind der Gegenbeweis. Aber wir haben eine Idee. Okay. Ideen sind toll. Eine gute Idee kann einiges bewegen. Sturges, sag's ihm. Auf dem Dach ist ein abgestürzter Vertibird. Alt. Vorkriegszeit. Hast du vielleicht schon gesehen? Sieht aus, als hätte einer der Passagiere was richtig Tolles zurückgelassen. Eine komplette, unbenutzte T-45 Power-Rüstung fürs Militär. Power-Rüstung klingt lustig, ist aber nicht so ganz mein Ding. Das ist ein heftiger Schutz. Oh, es wird noch besser. Mit dem Anzug kannst du die Minigun direkt vom Vertibird reißen. Dann bekommen die Raider eine Expressfahrkarte in die Hölle. Was meinst du? Ja, dicke Rüstung, Minigun, könnte funktionieren, wenn ihr einen Piloten habt. Mit den Dingern kann nicht jeder umgehen. Könnte funktionieren. Es wird funktionieren, wenn wir den Anzug reaktivieren können. Der hat keinen Saft, wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Er kann mit Energie versorgt werden, aber wir stecken fest. Okay, das war eine tolle Idee. Wenn ihr da jetzt nicht noch irgendwas habt, dann, naja, nette Idee. Also, wie sieht die Lösung aus? Du brauchst einen alten Vorkriegs-FK, einen Standard-Fusionskern, eine hochwertige, langlebige Atombatterie. Wurde damals vom Militär und einigen Firmen verwendet. Und wir wissen, wo man kommen nicht in das Ding ran. Es ist im Keller, weggesperrt hinter einem Sicherheitstor. Also, ich repariere Sachen, bastel rum. Das Umgehen von Sicherheitsmaßnahmen ist nicht mein Metier. Du könntest es probieren. Naja, wenn wir schon hier sind. Jetzt haben wir denen schon den Hintern gerettet, dann können wir noch ein bisschen weitermachen. Alleine durch die Apokalypse, hatte ich schon erwähnt, ist nicht so nützlich. Das kann so schwer nicht sein. Mal sehen, was ich tun kann. Na dann, okay. Vielleicht ist uns Fortuna doch mal hold. Steck den Kern in die Powerrüstung und schnapp dir die Minigun. Dann sehen die Raider, dass sie sich mit den Falschen angelegt haben. Viel Glück. Danke, werde ich brauchen können. Alles klar, das heißt, wir machen uns mal wieder auf den Weg in den Keller. Da unten hatten wir schon das Vergnügen mit einem Terminal und dem abgeschlossenen Tor. Und dann gucken wir mal, wie wir da weitermachen können. Aber das eben erst in der nächsten Episode. Für jetzt und den Moment erstmal Feierabend. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, dann macht's gut. Haltet die Ohren steif. Ciao, Freunde.